Lieben, herzlich willkommen zu einem weiteren Adventskalender-Unboxing hier bei mir auf meinem Kanal. Heute habe ich den Oatsome-Adventskalender für euch, auch wieder ein Snack-Adventskalender. Und der kostet 39,99 € bei DM auf der Website. Ihr habt euch den auch gewünscht und ja, hier ist er einmal. Wir packen den gemeinsam aus. Hier sollen Snacks und so weiter drin sein, ne? Kostet ungefähr ein Türchen 1,66 €, habe ich ausgerechnet, ne? Also ja, müsst ihr überlegen, ob euch das wert ist pro Türchen 1,66 €. Wir gucken auf jeden Fall rein. Ich öffne alle 24 Türchen und ich würde sagen, wenn euch interessiert, was denn da drin ist, ob der sich am Ende lohnt und wie meine Meinung dazu ist, dann bleibt dran. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuschauen. Starte wie immer, falls ihr es noch nicht getan habt, abonniert gerne meinen Kanal und verpasst ihr keins meiner weiteren Videos mehr. Ich habe noch ganz, ganz viele Adventskalender-Unboxings. Ich sage es in jedem Video, aber vielleicht seid ihr das erste Mal hier und seht mich das erste Mal. Genau, und deshalb abonniert mich gern, dann verpasst ihr nichts mehr. Jetzt würde ich sagen, gucken wir mal rein. Als allererstes war hier so ein Heftchen noch mit dabei. 5 Euro Rabatt steht hier drauf, ja. Hier sind Rezepte drin und da ist auch noch mal ein 5 Euro Rabattcode hinten drin, den man einlösen kann auf der Website. Das ist nicht schlecht zu Beginn schon mal, 5 Euro Rabatt. Und jetzt würde ich sagen, gucken wir rein. Also der Kalender ist wiederverwendbar, der ist sehr schön schlicht gehalten, ne, und wiederverwendbar. Wir haben hier so Türchen, die man rausnehmen kann. Und ich würde sagen, ich stelle den Kalender hier vorne hin und lege die Sachen hier drauf, ne? Dann seht ihr das auch wieder ordentlich. Ich zeige euch mal, wie die immer aussehen. So sehen die Türchen aus. Und hier sind auch Rezepte drauf, vegane Haselnusstaler zum Beispiel. Ja, gucken einfach mal rein. So, und das erste, was hier drin ist, ist einmal diese Bowl, Holla die Nussfee, Smoothie Bowl, Haselnuss und Tonka. Die schmecken schon extrem gut, diese Bowls, muss ich sagen. Also die sind sehr, sehr lecker und haben auch schöne Inhaltsstoffe drin, sind nicht zu süß. Und da freue ich mich auf jeden Fall, diese Sorte mal auszuprobieren. Schönes erstes Türchen. Also ich finde auch gut, dass man den wiederverwenden kann. Das gefällt mir super bei dem Kalender. Und die Türchen sind alle gleich groß. Das gefällt mir auch schön ordentlich. Mir sagt es sehr zu. So, Türchen Nummer 2. Hier sind einmal solche Anhänger, die man ausschneiden könnte und dann für die Geschenke nehmen kann. Hier haben wir drin ein Crunchy Topping der Apfelbrenz. Apfelzimt, also so ein Topping für eben halt die Bowls oder für den Joghurt oder so. Hier sind drin, wie viel Gramm, ich sage es euch gerade, wenn ich sehe, 30 Gramm sind hier drin. Mit Vollkorn, Haferflocken, Mandeln, Apfelstücke, Datteln, Agaven, Inulin, Kokosöl und Zimt. Auch ein gutes Produkt, wie ich finde. Also ich finde es nicht schlecht. So, Türchen Nummer 3, das ist einmal dieses hier. Wie gesagt, die sehen alle gleich aus. Hier kann man dann auch immer noch was scannen oder so. Hier steht ganz viel drauf, haben die sich Mühe gegeben mit Cozy Almond Feel Good Spread, gebrannte Mandeln, was ist das denn? Das ist so eine Creme oder was? Ach, das ist eine Probe, ja? Bio-Haselnussmus mit Mandelstückchen, Kokosblütenzucker und Zimt. Wie geil hört sich das denn an? Das kannst du dann so rausdrücken, das fühlt sich an wie eine Gesichtsmaske. Ergibt eine Portion, steht hier 30 Gramm sind hier drin. Kann man dann halt mal probieren. Ja, also anhand der Türchen kann man ja schon erkennen, hier wird nichts arg Großes drin sein. Also die Sachen werden alle so von der Größe ungefähr sein. Türchen Nummer 4 ist wieder ein bisschen schwerer. In der Nummer 4 haben wir einmal drin, ich sehe es schon, die Smoothie Bowl Benjamin Blaubeer. Sehr lecker, mag ich sehr gerne, habe ich schon öfters gegessen. Ich hatte mal die komplette, so die große Packung davon und das war wirklich lecker. Das mochte ich sehr gerne. Das ist eben halt mit Blaubeer und Johannisbeer, ne? Das ist auch so eine Bowl. Türchen Nummer 5. Einmal das hier. Ein Berry Protein Smoothie vor allen Dingen. Steht hier als Rezept drauf. Hier haben wir drin. Oh, das ist interessant. Das ist interessant. Ein Haferprotein neutraler Geschmack. Das interessiert mich sehr, weil ich mir die ganze Zeit schon ein Protein suche, welches mir schmeckt und welches nichts drin hat. Und Haferprotein ist ganz spannend. Das werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren. 53 Gramm Protein auf 100 Gramm. Das ist ganz gut.
Ja, und 100% natürlich. Das probiere ich mal aus. Da bin ich wirklich neugierig. Wenn mir das schmeckt, werde ich mir das bestellen. Auch wieder ein schönes Produkt. Also da kannst du auch nicht meckern. Jetzt kommt der Nikolaus, Türchen Nummer 6. Ich bin gespannt, ob die das irgendwie so ein bisschen beachtet haben. Wenigstens haben sie hier das Türchen so ein bisschen anders abgesetzt. Happy Nikolausi steht hier drauf. Nee, Happy Nikolaus, nicht Nikolausi. Und hier haben wir drin Happy Hazel. Haselnusskakao. Kneten, öffnen und genießen. Also dasselbe, was wir eben hatten, nur eben halt als Haselnuss. Das ist ja jetzt nichts krass Besonderes, aber vielleicht ist der besonders, weil der besonders gut schmeckt. Ich weiß es nicht. Interessant. Werde ich auch probieren. So, Türchen Nummer 7. In der Nummer 7 haben wir Schokos, Pokus, Fidibus, ein Rezept drauf. Also allein wegen den Rezepten muss man das eigentlich aufheben. Schokos, Pokus, Crunchy Topping, Cashew, Schokoladentopping ist hier einmal drin. Wieder 35 Gramm. Das sind Vollkornhaferflocken, Cashewbruch, Bitterschokoladenstücken, Datteln, Agaveninulin und so weiter. Türchen Nummer 8 ist super leicht. Also hier ist gefühlt gar nichts drin, aber wir haben hier natürlich was drin. Mary Zimt, Weihnachtstee. Tee mit Zimt und Apfel, guckt mal, das ist mal was ganz anderes, besser im Glas. Bio-Kräutertee mit Bio-Apfel und Bio-Zimt, natürlich aromatisiert mit Apfel- und Zimtgeschmack. Perfekt für die Vorweihnachtszeit, 7,5 Gramm. Schön, um das mal auszuprobieren, ist aber eher eine Probe. Aber ich denke, so eine Teekanne kann man sich damit auf jeden Fall machen, von daher ist es okay. So, Türchen Nummer 9, wie gesagt, 1,66 Euro pro Türchen. So, Nummer 9. Hier ist was Schwereres drin. Oh, das kenne ich noch nicht. Das habe ich noch nicht probiert. Und zwar Elsa Erdbeere. Das ist die Bowl, die Smoothie Bowl mit Erdbeer und Banane. Ja, man kann sich vorstellen, ungefähr wie es schmecken wird, Erdbeer-Banane, ne? Sieht auf jeden Fall ansprechend aus und ich werde es testen. Ich hoffe, hier sind noch ein paar Smoothie Bowls drin, aber ich denke auf jeden Fall schon. So, Türchen Nummer 10. Hier ist ein Schneemann drauf. Der lacht so schön. Der sieht so süß aus und ich hoffe, hier ist was Besonderes drin. Den habe ich eben schon gesehen, der war so auffällig. Zimtarella Smoothie Bowl Apfel Zimt. Ja, hier ist was Schönes drin. Zimtarella, das schmeckt wirklich gut. Das ist auch eine Smoothie Bowl halt eben mit Apfel- und Zimtgeschmack. Ich mag es sehr gerne. Und genau, hier ist Apfel, Hafer, Vollkornmehl drin, Erdmandel, Mandeln, Mandarinen. Schmeckt gut. Kann ich euch sagen, schmeckt gut. Habe ich schon öfters gegessen. So, Türchen Nummer 11. In der 11 haben wir... nichts drin. Nee, hier ist was drin. Ich spüre das. Und zwar haben wir hier, hört mir bitte auf, jetzt, das ist wirklich lecker. Sunny Coco Feel Good Spread Mandelkokos. Also das ist eine Mandelkokoscreme eben. Und ich spüre diese kleinen Kokosmandelstückchen hier drin. Das wird gut schmecken. Also da kann man sich wirklich mal gut testen und kann dann gucken, ob man sich gegebenenfalls dann halt was bestellt. Finde ich ein gutes Türchen. Da bin ich echt gespannt drauf, wie diese Aufstriche schmecken. Türchen Nummer 12, die Halbzeit. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr den Kalender bis jetzt findet. Wir gucken rein. Nummer 12 hat Hakuna Makokos drin. Crunchy Topping, Kokosmandel. Passt perfekt zu diesem Topping. Ja, mal gucken, wie es schmeckt. 35 Gramm auch wieder mit Kokos und Mandel. Das wird mir wahrscheinlich sehr gut schmecken. So, Türchen Nummer 13. Ich gehe hier ein, Leute. Es ist so warm. Draußen ist eine Hitze. So, Türchen 13, ich sag's euch, es ist ganz, ganz schön warm. In der 13 haben wir das Kakaogeflüster drin. Das ist dunkle Schokolade, das ist eine Smoothie Bowl, eben mit einem Kakaogeschmack. Ist sehr schokoladig, sehr nussig schokoladig. Schmeckt mir gut, aber da muss ich richtig Lust auf Schokolade haben. Sonst ist mir das zu arg morgens, ne? Schmeckt aber grundsätzlich gut, also mir zumindest schmeckt es gut. Türchen Nummer 14. In der 14 haben wir drin... etwas, was raschelt. Schokochips sind hier drin. Oh, zum Backen und Toppen. Guck mal, mit Kokosblütenzucker einmal gesüßt. Das ist sehr, sehr gut. Das ist auch bei Fructoseintoleranz tatsächlich besser als normale Schokolade. Und da kann man dann halt immer noch mal auch ein Auge zudrücken. Das ist ganz gut, ganz verträglich. Ne? Ja, 100% vegan, 100% natürlich. Auch eine super Tür. Türchen Nummer 15. Hier gibt es auch wieder nichts zu meckern bei dem Kalender, gell? Also ich habe jetzt schon den ein oder anderen sehr guten Snack-Adventskalender ausgepackt. Türchen Nummer 15. Hier haben wir drin... Mango Mia Smoothie Bowl, Mango Maracuja. Das hört sich fruchtig und lecker an. Hier ist Kokosnuss drin, geraspelt und gemahlen, Vollkornhafer, Chiasamen, Maracuja, Hafer, Vollkornschrot, Mango getrocknet. Also richtig fruchtig, lecker hört sich das an. In der 16 haben wir
Leute, hier ist nochmal so ein Aufstrich drin und zwar in der Sorte gebrannte Mandel. Cozy Almond heißt hier die Sorte. Feel Good Spread in gebrannte Mandel. Schmeckt bestimmt auch lecker. Er macht mich fertig, der Kalender. So, und Türchen Nummer 17 ist wieder was Schweres. Hier haben wir, glaube ich, wieder eine Smoothie Bowl. Strong Peanut High Protein Bowl. Okay, das ist nichts für mich. Das ist das erste Produkt, wo jetzt Peanut mit drin ist, Erdnuss und Schokochips. Aber das hört sich ja sowas von lecker an. Mit Erdnuss und Schokochips, ich glaube, das schmeckt unglaublich gut. Auf jeden Fall sind hier 13 Gramm Protein pro Portion drin, in einer Minute fertig. Kann man verkraften, eine Sache mit Erdnuss. Hier habe ich auch gedacht, ist irgendwie viel, viel mehr drin. So, Türchen Nummer 18. Hier haben wir drin Schoko Crush Smoothie Bowl milde Schoko. Aha. Okay, also die haben noch eins mit milder Schokolade, mit mildem Schokoladengeschmack rausgebracht. Das finde ich ganz gut, weil wie gesagt, das andere hier, dieses Kakaogeflüster, das ist schon arg mit Schokolade. Ne? Die sind sich ziemlich gleich, aber das ist dann halt eben mit milder Schokolade. Ist okay. Finde ich schön, dass es da auch eine Alternative gibt. Da haben sich bestimmt ein paar beschwert, dass es zu krass ist. So, Türchen Nummer 19. Ja, hier ist aber was drin. Das fühlt sich so leer an. Hier haben wir Blütenmix drin. Ach, schön. Zum Verzieren und Toppen. Das sieht aber süß aus. Das sind solche Blumen, die man dann oben auf die Bowl drauf streuen kann, damit es auch schön aussieht, ne? Ja, cool. Also da freue ich mich. Das kann man immer gebrauchen. Deshalb war es auch so leicht. Türle Nummer 20. Sieht einmal so aus. Mir fehlt hier noch eine Sorte. Ich bin gespannt, wann die kommt. In der 20 haben wir Schokos Pokos Cashew Schokoladentopping drin. Hatten wir das nicht schon? Nee, ich glaube nicht, gell? Es war sowas ähnliches, auf jeden Fall ein Topping mit Cashew und Schokolade. Lecker, lecker. Ich sehe mich schon die nächsten Tage jeden Morgen Bowl essen. Ich habe richtig Lust drauf. So, 21. 21 hat solche kleinen Schneeflöckchen drauf. Fruchtige Alice Pancakes. Da wusste ich, was es ist. Das ist Alice im Bärenlandeimer. Smoothie Bowl, Erdbeer, Acai-Beere. Ich sage das immer so, ich weiß nicht, ob man das ausspricht auf jeden Fall. Oder Acai-Beere. Ja, Erdbeer und diese Beere eben. Lecker. Da freue ich mich drauf. Das habe ich schon gehabt und fand es sehr, sehr gut. Auch in groß hatte ich die Packung schon. Das war super, super fruchtig. Very nice. Türchen Nummer 22. 22 hat nochmal so ein Schokoding drin, Lovely Kakao, das sieht schon ein bisschen herber aus, Erdmantel und Kakao. Oh, das ist aber bestimmt auch lecker, ne? Um das so ein bisschen über die Bowl drüber zu geben, wer es ganz schokoladig mag und ganz krass, macht Schokostreusel das Zeug auf die Schokobowl drauf, dann ist man wirklich gesättigt von Heißhunger, denke ich. Ja, habe ich nicht mit gerechnet, dass nochmal so ein Ding drin ist. Türchen Nummer 23. 23 sieht einmal so aus und hier haben wir der Nussknacker drin, das schmeckt gut. Maulbeere und Haselnuss ist das einmal als Crunchy-Topping. Ne? Maulbeeren getrocknet, Vollkornhaferflocken, Haselnuss, Mandeln, Datteln, Cashew, Kokos, Agaven, Inulin und so weiter. Also auch wieder ein Topping. Und jetzt glaube ich, weiß nicht, was in der 24, also wenn das jetzt nicht da drin ist, dann gibt es das wahrscheinlich nicht mehr. Türchen Nummer 24. Ich bin sehr, sehr gespannt. Sieht einmal so aus. Ein bisschen hervorgehoben vom Design. Leute, ich glaube, hier ist nicht das drin, was ich mir gewünscht habe. In der 24 ist ein Lebkuchen Express Smoothie Bowl drin. Kenne ich gar nicht. Also damit habe ich auch nicht gerechnet. Ich habe fest gedacht, dass diese blaue Bowl hier drin ist. Lebkuchen, Gewürz, Mandel und ja, in einer Minute fertig. Lebkuchen, Gewürz mit Mandel. Also so eine richtig schöne weihnachtliche Bowl. Schön. Ja, das passt natürlich auch zu Weihnachten. Das ist eine sehr, sehr schöne 24. Ihr Lieben, das war der Oatsom-Adventskalender 2023. Ich bin positiv beeindruckt. Das war mein erster Oatsom-Adventskalender für überhaupt. Also ich habe noch nie einen gekauft und ich muss ehrlich sagen, der ist tippitoppi. Super, um das Sortiment mal zu probieren. Auch, dass da so ein Proteinpulver mit drin ist, dass von den Bowls genügend drin ist, dass Toppings genügend drin sind. Dafür sind sie ja auch bekannt. Ne? Diese Cremes sind 5 Stück drin. Es sind Schokostückchen drin. Es sind diese Blüten mit bei. Also alles, um irgendwie so ein bisschen, wie soll ich sagen,
das Sortiment mal auszuprobieren. Was mir jetzt gefehlt hat, also ich sag's euch ganz ehrlich, der Kalender wäre perfekt gewesen, wenn in der 24 eine kleine Kokosschale drin gewesen wäre mit einem Löffel. Ja, so dass man halt auch die Bowls in dieser typischen Kokosschale essen kann. Das wäre perfekt gewesen. Oder ganz zu Beginn in die 1 eine Kokosschale reingepackt, in die 6 nochmal einen Löffel passend dazu. Ja, und fertig ist der Kalender. Also so hätte ich mir das jetzt vorgestellt. Das wäre super, super toll gewesen. Aber so kann man auch nichts sagen. Also ich finde 1,66 Euro pro Portion, also pro Türchen, ist in Ordnung. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr den Kalender fandet. Also ich bin, wie gesagt, positiv beeindruckt. Einen 5-Euro-Gutschein haben wir auch noch mit dabei. Es ist okay. Die Sachen sind alle teurer geworden. Er könnte günstiger sein. Ich hätte ihn lieber für... Na, was hätte ich ausgegeben? Hat 39,99. Ich glaube, ich hätte so 35 Euro oder 30 Euro ausgegeben. Eine Schale wäre halt cool gewesen, aber naja, so ist das. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr sagt. Ich bin gespannt. Falls ihr nicht genug kriegen könnt von Adventskalendern, abonniert gerne meinen Kanal, dann verpasst ihr kein weiteres Video mehr. Und jetzt sage ich tschüss, bis zum nächsten Mal. Baby, this year, it's just gonna be you and me. Hanging by the fire.